Und auch das haue ich erstmal alles hier rein, was zum Carpenter. Gut, ich tue mal hier ein bisschen sortieren. Das ist zum Beispiel alles Carpenter und hier oben haben wir die anderen Sachen. Wobei ich könnte eigentlich auch eine Carpenter-Truhe machen. Egal. So. Gut, dann das obere Stockwerk wollten wir eigentlich mal in Angriff nehmen. Da gucke ich nochmal. Was. Na. Was macht eigentlich hier mittlerweile meine Queen Bee? Was muss man mit der machen? Works from crafting royal jelly at null durability. Jelly. Moment, lass mich hier nochmal gucken. Ich gebe mal ein Jelly. Was ist das? Royal Jelly. Royal Jelly. Ach so, sagt bloß, wir müssen die Biene jetzt rausnehmen. Und die in die Werkbank packen, oder was? Ach, Royal Jelly. Ah. Ich verstehe. Das heißt, wir brauchen jetzt eine neue Bienenkönigin, oder was? Queen Bee. Jelly Null Queen Bee, Waxcomb, Crabs. Sind noch beides die gleichen. Jelly at Null Durability. Achso, das ist einmal eine Biene voll und das ist einmal eine leere. Und daraus können wir hier zum Beispiel. Ja, mit diesem ganzen Peanut Butter. Ach ne, das ist Cranberry Jelly. Gibt es aber bestimmt auch andere Jellies, Royal Jelly oder sowas, womit wir uns hier was machen können. Ich guck nochmal Pams nach. Pams Harvest Craft. Hier haben wir doch auch die ganzen Bienen. Wie habe ich denn jetzt die Bienen eigentlich da rausgekriegt von diesen Hives? Hatten wir da nicht auch einen speziellen, ein spezielles Fanggerät, einen Köcher oder sowas? Nee, ne? Ich glaube hier bloß abbauen, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Apiary. Ja, ich glaube, wir müssen die Hives hier bloß abbauen, die Bienenhives. Müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht einen neuen Beehive finden, dass wir eine neue Biene in unseren Apiary stecken können. Jetzt weiß ich erstmal, dass wir die im Prinzip ja abbauen oder weiterverarbeiten müssen, die Biene, wenn sie bei Null Durability angelangt ist. Das wusste ich ja auch noch nicht. Das war vollkommen Neuland für mich. So. Wo kriege ich am besten jetzt eine neue Biene her? Da brauche ich einen neuen Bienenstock. Ob wir zu schnell hier was finden? Und wir sollten demnächst. Aua! Aua! Auch nicht schon wieder! Auch nicht schon wieder! Leafy Garden! Ach komm, den bauen wir auch mal ab. Mann, diese Scheiß. Da sind überall diese giftigen Pflanzen. Da, Poison Ivy, Poison Ivy. Aua, 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 aua. Die sind hier auch an jeder Ecke. Toll, bin ich wieder an einem super Platz hier unterwegs. Oh, da geht es aber ziemlich tief nach unten. Ach, hier, Jemini. Ah, da gibt es ein bisschen Eisen, glaube ich. Ziemlich dunkel gerade wieder alles. Wisst ihr was? Ich gehe erstmal nach Hause schlafen. Hallo, Hühnchen. Ich bin doch schon müde. Hätte ich jetzt zwar nicht so gedacht, dass ich so schnell müde werde. Aber, ach, hier haben wir auch noch einen Mushroom-Garten. Das brauche ich nicht. Oh, sorry. Haben wir noch einen Mushroom-Garten? Musste ich erstmal kräftig abniesen. Naja gut, ich denke, wir werden schon früher oder später noch eine Biene finden. Das sollte kein Problem sein. Ich möchte wirklich jetzt das Haus weiterbauen. Ich möchte, dass das mal fertig wird, dass wir so ein richtig schönes, gemütliches Ding haben zu Hause. Okay, schlafen gehen. Schlafen gehen? Jawohl, jetzt. Ach, bin ich müde, bin ich müde. Jetzt bin ich wach, jetzt bin ich wach. Ach, was wir auch brauchen? Fischbaits. Für unsere Fischfallen. Ach, das könnten wir auch mal leer. Ach, Leute, ich habe ständig was anderes zu tun, ne? So, gehen wir mal kurz ein bisschen Luft schnappen. Nicht ein bisschen Wasser schnappen.
So, da haben wir doch einige Fische gefangen hier. Da müssen wir nur noch andere Fallen, andere Köder reinstopfen. Dann sollten wir wieder ein paar Fische holen können. Ach, die können wir zum Glück stacken. Aber die kann man nicht mit Shift-Klick rausnehmen. Das finde ich ein bisschen... Ja, ein bisschen umständlich, sage ich mal. Ich möchte jetzt mal hier gucken, ob es hier nicht doch noch ein Bienenhive für uns gibt. Ich glaube mal hier irgendwo einen gesehen zu haben, aber ich hatte nicht abgebaut. Frag mich der Geier warum, weil ich wahrscheinlich immer dachte, wir brauchen einen Köcher, wir brauchen einen Köcher. Und aufpassen vor allem, wo ich hinlaufe. Man kann schnell mal in irgendeine Grube fallen und man ist hier. Ich möchte nur ungern hier sein. Gibt es denn hier ein paar Bienchen? Ein paar schöne Bienchen. Schöner, lecker Honig könnte ich jetzt gebrauchen. Ich glaube, hier gibt es ja auch nur die normalen Hives, ne? Hier gibt es nicht diese ganzen Stone- und Water-Hives, die es in Feed the Beast gibt. Ich komme damit manchmal leider durcheinander, dadurch, dass ich verschiedene Modpacks hier spiele. Ein Guard Garden haben wir hier noch. Da haben wir noch ein paar Bären. Ja, wir werden schon irgendwann jetzt hier noch ein Beehive finden. Wir können auch ein bisschen hier am Strand lang spazieren. Ich finde, das ist gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht sehen wir hier noch was anderes. Eine coole Gegend. Bekommen wir so noch mit aufs Auge gedrückt. Aber nichts mit Beehive. Oh, das sieht ja auch schön aus da hinten. Sehr, sehr schön. Hier haben wir ein paar... Oh, da haben wir sogar Kürbisse. Ah, nicht schlecht. Und hier vor allem auch Zucker. Sugarcane. Davon möchte ich ein bisschen was mitnehmen. Das möchte ich auch gerne naturbelassen sein, wie es ist. Also den Zuckercane nicht komplett abbauen. So, da hatten wir Kürbisse. Auch nicht schlecht. Die könnten wir uns auch gern mal mitnehmen. Kürbisse. Oh, sind aber viele Kürbisse. Umso besser für uns. So. Können wir uns vielleicht schöne Kürbissuppe machen oder auch selbst Kürbisse anpflanzen. Wir machen uns selbst ein Kürbisfeld, hätte ich gesagt. So, noch ein Kürbis. Juhu! Kürbis, Kürbis, Kürbissuppe! Njam, 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 njam! Oh, ich liebe Kürbissuppe! Habt ihr schon mal Kürbissuppe in echt gegessen? Ich finde sie gar nicht so schlecht. Also so finde ich Kürbis an und für sich recht langweilig. Also auch vom Geschmack her nicht so das Wahre. Es schmeckt irgendwie ein bisschen... Ah, wie sag ich? So sämig-cremig. Also von der Konsistenz her manchmal etwas merkwürdig. Da haben wir übrigens Kühe. Aber auch nicht so geschmacksintensiv jetzt. Können wir den Kühen irgendwie... Was mir gerade einfällt, können wir den Kühen irgendwie auf andere Art und Weise das Leder abziehen, ohne dass man sie töten muss? Weil ich meine, Life in the Woods Modpack... Ist ja eigentlich dafür gedacht, dass man hier ziemlich vegan sich ernährt und nicht unbedingt gleich Tiere tötet und killt. Gibt es da vielleicht auch eine andere Möglichkeit, an das Leder der Kühe zu kommen? Das ist aber hoher Zucker. Zuckercane. Und dass der so animiert wird von dem Shadern, wusste ich auch noch nicht. Also ist mir jetzt noch nie aufgefallen. So, mit Beehives sieht es hier ziemlich schlecht aus, muss ich sagen. Dafür finden wir einige solche Gardens. So, wo geht es eigentlich da hinten lang? Da geht es in ein neues Gebiet. Ich gehe mal dahinter hin, weil da ist noch ein bisschen Sugarcane. Bisschen Sugarcane. Zucker können wir auch noch brauchen. Grey? Was ist das? Grey Sedge? Okay. So, ein bisschen mehr Zucker. Auch nicht verkehrt. Hallihallo, Schweinchen. Denen geht's allen ganz gut. Ja. Also mit Bienenhives sieht's hier wahrlich schlecht aus.
Schade aber auch. Ich hätte mir gerne noch eine Königsbiene in unseren, wie nennt man es eigentlich, Apiary auf Deutsch jetzt, was ist Bienenstock, sage ich mal, in unseren Imkerstand reingesteckt. Ah gut, meist findet man die dann, wenn man es nicht erwartet oder wenn man sie gar nicht groß sucht, dann findet man die Bienenstöcke. So, und ich habe ziemlichen Hunger so langsam. Wir sollten also dann wieder ein paar Toast uns reinschieben. Hier finde ich jetzt auch nicht wirklich einen neuen Beehive. Aber ich weiß, ich habe schon mal einen gesehen hier irgendwo in der Umgebung. Ich weiß halt nur nicht mehr genau, wo das war. Ich kann mir leider nicht alles merken. Hätte ich noch mal gleich abgebaut. Und lieber eine Biene mehr auf Lager. Da oben sind die Pferde. Genau, da ist unsere Pferdewiese. Da müssen wir uns auch noch mal ein Pferd holen. Ich würde auch interessieren, wenn wir dann mit einem Pferd haben und mit dem Pferd reiten. Verbrauchen wir dann genauso? Na, ich glaube. Oder verbrauchen wir dann überhaupt annähernd so viel Hunger, wie wenn wir laufen würden? Oder verbrauchen wir dann kaum noch was, weil dann würde sich so ein Pferd ja richtig anbieten. Dann brauchen wir aber noch sowas wie einen kleinen Stall, wo wir es halt unterstellen können. Ein bisschen Futter nehme ich mal auch an, dass ein Pferd ein bisschen Futter braucht. Ich weiß nicht, wie es in dem Modpack hier ist. Muss man das Pferd da füttern? Ich glaube, einen Hund musste man ja mit Knochen erstmal tamen. Aber ich glaube, Hunger hatte der dann nicht wirklich, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe so selten mit diesen Tieren gearbeitet. Eigentlich nie wirklich damit gearbeitet. Im Showplayer hat diese halt gehabt, weil sie gut aussahen. Weil sie ein bisschen was hergemacht haben. Aber benutzt die Tiere in diesem Sinn habe ich es noch nie. Was ist das hier alles? Das sind alles Avocados. Wet Forest Bamboo. Achso, wenn man den hier unten abbaut, dann fällt er auch komplett. Hätte ich mir ja denken können. So ein Bambus müsste eigentlich das gleiche sein wie... Haben wir schon 44, ne? Crafting Hanging Plant und Building Blocks. Growth Haste 12. Plant Megapack. Ich weiß nicht genau, was uns dieser Bambus bringt. Aber ich nehme mal an, es ist genau das gleiche wie... wie Stickies. Ach, der Apfel war jetzt... Ah, jetzt habe ich es gesehen. Der Apfel ist dann ganz rund und da glänzt ein bisschen, wenn er reif ist. Der hier müsste zum Beispiel reif sein. Jawohl. Die haben dann noch so einen Glanz. So einen Schimmer. Okay, alles klar. Dann weiß ich jetzt, wie reife Äpfel aussehen. Hier haben wir auch nichts mehr. So, tun wir hier mal den Bambus... hier rein, würde ich sagen. Zucker würde ich eigentlich gerne mit hochnehmen, beziehungsweise Sugar Cane. Könnten wir uns auch mal hier so bei uns ringsherum anpflanzen. Achso, da geht's nicht. Das muss ja immer direkt am Wasser sein. So, da hätten wir hier ein bisschen Zuckerrohr überall hingeklatscht. Haben wir das auch direkt vor unserer Nase. So, die Gardens packe ich dann da mal ein und dann möchte ich mir ein paar Toast genehmigen. Mushroom Gardens haben wir hier zum Beispiel. Guard Garden haben wir hier auch vier Stück. Und dann eben Haufen Fische. Ja, die kann man hier, glaube ich, nicht stacken. Hier sind ja alles unterschiedliche. Großgütiger. Ja, gut, tun wir die ganzen Fische mal hier sammeln. Ich hoffe, die kann man ein bisschen mehr stacken. Kürbisse. Ach, da haben wir auch schon 13. Jetzt haben wir 10. Und noch neue Apple. Neue Apple. So, ein bisschen Toastbrot genehmigen wir uns mal. Jawohl. Heilt noch ausreichend. So. Gut, Hunger ist zumindest schon mal gestillt.
Ja, keine Bienen gefunden. Und das nächste Mal, also am nächsten Tag, sollten wir uns jetzt wirklich mal... Ach, eigentlich an den Weiterbau des Hauses begeben. Weil ich möchte ja auch irgendwann fertig. Aber das Geile an diesem Spiel ist eigentlich das Erkunden und so, ne? Das ist eigentlich das Geile. Bisschen auf Wanderschaft gehen, bisschen... Ich meine, wir haben unser Haus ja auch schon ziemlich weit. Hätte ich jetzt mal so behauptet. Aber ich möchte trotzdem mal jetzt das obere Stockwerk anfangen. Und dazu holen wir uns ein paar Baumaterialien. So, für die, das äußere Ding. Ich glaube, dann brauche ich mal ein bisschen Spruzewood. Wir brauchen auf jeden Fall... Brauchen wir Steine? Ich glaube, wir brauchen höchstens... Oakwood Planks. Spruce Wood Stairs. Die möchte ich eigentlich... könnten wir zum Beispiel für die Abgrenzung nehmen. Fürs Dach. Ein rotes Dach. Nee. Vielleicht auch die Spruce Wood Planks nehme ich gleich mal mit. Ich nehme aber auch mal die hier mit. Oben soll eigentlich ziemlich viel, beziehungsweise fast alles, aus Holz werden. So. Ich muss bloß mal gucken, ob wir das schon jetzt hier machen. Kann ich eigentlich das... Baum kann ich auch so anbringen. Ich glaube, das ist aber ein bisschen falsch so. Ich gehe mal hoch. Wir bauen das Ganze mal von oben. Ich glaube, so ist das etwas falsch. Eigentlich möchte ich hier ja etwas weiter nach außen kommen. Irgendwie. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das bewerkstelligen soll. Ah, guck mal, wir haben sogar Resin abgebaut. Wir können Holz hinbauen. Das ist ja cool. Wir können ja meinetwegen Holz hinbauen. Und können durch Abbau... Okay, schlechtes Beispiel. Aber wir könnten durch Abbau Resin erhalten. Gerade haben wir einen Resin erhalten. Das ist ja ein Ding. Na gut. Soll ich vielleicht das hier noch so machen? Dass wir das bis zum Stein auskleiden. Und dann hier vorne dran den, aua, den Holzblock setzen, so. Ich bin mir gerade noch unschlüssig, aber ich setze es erstmal so. Ich glaube, der Baum hier ist langsam ein bisschen im Weg. Aber wir machen es erstmal. So. Ah, man sieht hier leider nicht allzu viel. Oh. Ach. Jetzt haben wir hier mit einem einfachen Rechtsklick Spruzewood drauf geklatscht. Ja gut, warum nicht? Mache ich das mit der hinteren Tür hier auch? Ach cool, guck mal, haben wir dunkle Türen. Ne? Ist ja... Ist ja nicht verkehrt. Stechen sie sogar noch ein bisschen raus, ich finde. Haben wir dann hier das Spruzewood? Aber ob ich das so lasse? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich bin gerade am Überlegen. Ich will ja oben eigentlich ein bisschen breiter gehen. Aber ich weiß nicht, ob ich dann das mache. Oder mache ich das ganz anders? Auf jeden Fall wäre das dann ja hier überall so. Oh. Nope, danke. Nicht die normalen Planks. Da brauche ich die weißen. Die müssen wir jetzt wieder craften. I know. I know, I know, I know. Aber wie sieht denn das von unten aus? Ich weiß, jetzt breche ich... Aua, jetzt breche ich mir wieder die Beine. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Lass ich das so... Leute, ich bin unschlüssig.